Für den nächsten Talk hören wir darüber, wie man Laser und dunkle Materie zusammenbringt. Unser Redner für diese nächste Runde hat in Hannover Physik studiert und hat Astronomie unterrichtet in entfernten Plätzen wie Tansania. Er ist Professor in der Universität Florida, wo er jetzt an einem Instrument namens AFS arbeitet, das über das erzählen wird. Und vielleicht habt ihr bei ihm die Gelegenheit, irgendwann mal zu wissen, wo die Materie, die dunkle Materie eigentlich ist, die ihr vielleicht besitzen möchtet. Also, bitte, willkommen mit mir zusammen, Simon Barke. Lauschen, dem darken Kosmos lauschen. Warmen Applaus, bitte. Okay, hi. Danke, dass ich hier sein kann. Danke, dass ihr hier seid. Und wusstet ihr, dass die Leinwand hinter mir 2 Millionen Pixel hat? Sagen wir mal einfach nur aus Spaß. Nehmen wir an, dass dieser Bildschirm alles das ist, was das gesamte Universum ausmacht. Wenn das also nun der Fall wäre, dann wäre 95% dieser Leinwand dunkel. 95% völlig unsichtbar. Es würde etwa 85.000 Pixel geben, die total langweilig sind. Dann haben wir einige 10.000 wirklich coole Pixels. Das sind Sterne. Schön. Wir haben sehr flüchtige Neutrinos, etwa 6.000 Pixel davon. Und wisst ihr, was diese kleine Portion da unten ist? 622 Pixel. Das seid ihr, ich, dieser Planet. All die höheren Elemente, wie Sauerstoff, Kohlenstoff, Gold, Plutonium. All diese 622, das ist alles, was wir haben von der Materie, um die wir uns kümmern. Astrophysikerinnen kümmern sich um etwas mehr, nicht nur diese 0,03%, sondern mehr so die 5% da drüben rechts. Ich selbst interessiere mich für die 95%. Ich bin interessiert an dem Zeug, was ihr nicht seht, diesen unsichtbaren, dunklen Teil des Kosmos. Also, willkommen zu Lauschen, dem dunklen Kosmos lauschen. Ich bin hier für das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover und die Universität Florida in Gainesville, USA. Mein Name ist Simon Barke. Und bevor ich weitermache mit der dunklen Seite des Kosmos, möchte ich erstmal erklären, was ich eigentlich meine, wenn ich über Kosmos oder das Universum spreche. Was ist denn unser Universum? Ich bin sicher, ihr habt schon gehört, dass das Universum mit einem Big Bang angefangen hat. Und hier haben wir die Größe des Universums über die Zeit. Es dauerte 380.000 Jahre nach dem Urknall, damit das Universum sich so weit ausdehnen konnte, dass die Dichte des Universums so gering war, dass Licht hindurchgehen konnte. Das der allerersten Ereignisse, die wir also beobachten können, passierten 380.000 Jahre nach dem Urknall. Seitdem sind 13,8 Milliarden Jahre vergangen und das Universum ist gut größer geworden. Also tatsächlich, jetzt hat das Universum einen Radius von 46 Milliarden Lichtjahren. Also einen Durchmesser von 92 Milliarden Lichtjahren. Und nun fragt ihr euch vielleicht, wie können wir etwas sehen, das 46 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, wenn das Licht nur 13,8 Milliarden Jahre Zeit hatte, um zu uns zu reisen? Nun, damals, als das Licht entstand, also etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall, war das Universum sehr viel kleiner, also ungefähr 40 Millionen Lichtjahre im Durchmesser. Und das war, als das Licht vom Rand des Universums sich auf die Reise zu unserem Beobachtungspunkt im Raum begab. Das Universum dehnte sich dann aber in der Zeit, in der es versucht, uns zu erreichen, weiter aus. Es ist wie ein Gummiband, das sich ausdehnt. Und das Licht brauchte 13,8 Millionen Milliarden Jahre, um tatsächlich jetzt 46 Milliarden Lichtjahre zu überwinden. Und das Universum ist eben seitdem bis zu diesem Durchmesser von 92 Milliarden Lichtjahren angewachsen. Und das ist also das, was ich meine, wenn ich sage, das Ganze oder mein Universum. Ich bin am Zentrum dieses Universums. Wenn ich also mich 5 Meter nach rechts bewege,
wird mein Universum sich um 5 Meter nach rechts ausdehnen und auf der rechten Seite sich um 5 Meter zusammenziehen. Ihr alle habt verschiedene lokale Universen um euch herum. Und natürlich gibt es dort draußen Universen, die weit weg sind, mit irgendwie Aliens im Zentrum, die wir niemals erreichen können, die keine ursächliche, kausale Verbindung mit uns haben. Wir können sie nicht sehen, nicht mit ihnen interagieren. Also nicht seltsam, kein ganz dasselbe Raum-Zeit-Kontinuum, aber zu weit weg, um jemals mit uns Kontakt zu bekommen. Nun ja, also unser Universum sieht also so aus. Wir können dies abbilden, wir können Milliarden und Milliarden von Galaxien dort drin finden. Geht das? Ja, gut. Also Milliarden und Abermilliarden von Galaxien, jeder einzelne enthält Milliarden und Abermilliarden von Sternen. Ein riesiger Raum. Wir können Planeten sehen, Nebel, Jets, die aus schwarzen Löchern ausgestoßen werden. Wir können Abbildungen machen, aber das ist alles, was wir machen. Alles, was wir über das Universum wissen, wie es aussieht, wissen wir über das Licht, durch das Licht, elektromagnetische Strahlung. Das ist alles, was wir tun können. Dies hier sind die Maxwell-Gleichungen. Sie beschreiben Licht. Also eine Lösung der Maxwell-Gleichungen ist eine differenzielle Wellengleichung, die zu periodisch oszillierenden elektrischen und magnetischen Feldern führt. Und das nennen wir Licht. Das ist eine elektromagnetische Welle. Und das benutzen wir auch auf der Erde. Wir benutzen es, um uns zu sehen. Also ein Lichtstrahl und eine elektromagnetische Welle wird reflektiert an Materialien. Verschiedene Materialien reflektieren verschiedene Frequenzen einer elektromagnetischen Welle und dann sehen wir diese Welle mit unseren Augen und interpretieren die verschiedenen Frequenzen als Farben in unserem Gehirn. Also verschiedene Farben sind nichts anderes als verschiedene Frequenzen dieses oszillierenden Feldes. Aber wieder, was wir wissen, ist alles nur durch das Licht transportiert. Wäre es nicht schön, wenn wir das Universum nicht nur sehen könnten, sondern es auch hören könnten? Wir müssen also all diese verschiedenen Raumfahrzeuge verwenden, um den gesamten Bereich der elektromagnetischen Strahlung abzudecken. Aber es gibt keine Möglichkeit zuzuhören, wenn Ereignisse passieren draußen im Kosmos. Es ist alles immer noch nur elektromagnetische Strahlung. Also wie könnten wir dem Kosmos zuhören? Hier auf der Erde hören wir durch Druckwellen in der Luft. Also Schallwellen bewegen sich durch ein Medium. Haben wir ein Medium im Raum? Nein, niemand kann dich schreien hören. Das ist das Problem. Wir können Schall nicht durch das Weltall transportieren. Aber haben wir nicht ein anderes Medium da draußen? Ja, das haben wir. Seit 100 Jahren wissen wir durch die Einsteinschen Feldgleichungen, dass es etwas gibt, das sich Raumzeit nennt. Die Einsteinschen Feldgleichungen sagen uns, dass Gravitation nichts anderes ist als eine Krümmung der Raumzeit. Wir haben also ein massives Objekt und dieses massive Objekt krümmt oder beugt die Raumzeit, krümmt sie und andere Objekte fallen einfach in diese Krümmung hinein. Wie auf der Erde. Die Erde krümmt die Raumzeit und ich falle dort hinein, ich werde davon angezogen durch die Gravitationskraft der Erde. Das ist das, was ich fühle, aber in Wirklichkeit ist es nur gekrümmte Raumzeit. Also wir wissen, dass Raumzeit überall ist und dass Raumzeit gekrümmt sein kann. Können wir nicht Wellen durch die Raumzeit transportieren? Naja, wir müssen schauen, ob diese Einsteinschen Feldgleichungen wellenförmige Lösungen haben. Ja, das haben sie. Und dann müssen wir Bedingungen finden, unter denen astrophysikalische Quellen Gravitationswellen aussenden könnten. Also was muss ein Stern tun, um Gravitationswellen auszusenden im Gewebe der Raumzeit? Vor einigen Jahren haben wir einige YouTube-Videos gemacht, die tatsächlich hauptsächlich davon handeln und was man tun muss, um Gravitationswellen auszusenden. Und schauen wir uns das mal an oder hören wir das uns auf YouTube eine Weile an? Normalerweise müssten wir die Relativitätstheorie berechnen, um das zu verstehen. Und das brauchen. Ja, das ist Mathematik. Also hier werden einfach Energie und Materie beschrieben und die dritte Ableitung des Quadrupelmoments der Einsteinschen Feldgleichung. Wenn das nicht null ist, dann gibt es Gravitationswellen. Das reicht. Also, das Folgende.
Das Bild, was ich euch hier gebe, ist sehr einfach zu verstehen. Alles, was man braucht, um Gravitationswellen zu haben, sind beschleunigte Objekte. Massive Objekte, also zum Beispiel zwei Sterne in einer Umlaufbahn, aber auch ich, der sich hier dreht. Ich beschleunige meine Hände in einem Kreis. Und das rührt sozusagen die Raumzeit auf, also diese dritte Ableitung und so weiter. Und diese Gravitationswellen werden dann durch das gesamte Universum transportiert. Und es gibt eine Menge von Objekten, die ständig beschleunigt werden. Nehmen wir zwei Galaxien, die zusammenstoßen und sich vereinen. Zwei supermassive schwarze Löcher in den Zentren, die kollidieren. Unglaubliche Menge Materie, die sich beschleunigen, sehr schnell. Wir haben kleinere Sterne, Neutronensterne, die in supermassive schwarze Löcher hineinfallen. Natürlich, dies ist beschleunigte Materie, die Gravitationswellen erzeugt. Warum fallen sie dort hinein? Naja, wir haben sehr enge Doppelsternsysteme, so eng miteinander, dass der kleinere Stern tatsächlich Materie vom anderen abzieht, bis dieser dann explodiert. Riesige Supernova. Das sollte auch Gravitationswellen erzeugen. Und wir haben vielleicht auch künstliche Quellen von Gravitationswellen. Raumschiffe, die sehr schnell beschleunigt werden, sollten Gravitationswellen erzeugen. Alles, was ich gerade gezeigt habe, ist keine Science Fiction. Nein, wartet ab. Wir sehen sehr schnell sich drehende Neutronensterne, Pulsare. Wir sehen diese Vampirsterne. Wir können die Umlaufbahnen von Sternen verfolgen, die um supermassive schwarze Löcher kreisen. Wir sehen Supernova-Explosionen. Und wir haben auch eine Theorie, wie man einen Warp-Antrieb bauen kann. Wir können das nicht tun, wir können nicht noch ganz sicher sein, ob es wirklich möglich ist, aber das ist die einzige Art, die wir kennen, mit der ein Raumschiff schneller als Lichtgeschwindigkeit werden könnte, ohne physikalische Gesetze zu verletzen. Wir brauchen nur eine künstliche Krümmung der Raumzeit, das ist etwas negative Energie, aber es ist nur eine technische Komplikation. Aber wir wissen, wenn ein Raumschiff diese Warpblase in eine solche Blase hineintreten würde, würden Gravitationswellen entstehen. Also wir könnten keine Gravitationswellen sehen würden, dann könnte man sagen, okay, das findet nicht statt. Aber wenn wir Gravitationswellen sehen könnten, warten wir es ab. Wie können wir also Gravitationswellen auf der Erde entdecken? Der größte Effekt von Gravitationswellen auf uns ist eine Veränderung im Abstand. Ihr sitzt dort, wo ihr sitzt, und ihr bewegt euch überhaupt nicht und lasst mich hier stehen und mich nicht bewegen. Und nun gehen Gravitationswellen durch die Erde hindurch. Und was sie tun, ist, dass sie periodisch den Abstand zwischen uns verändern, indem sie die Raumzeit strecken und komprimieren. Wir beide bewegen uns nicht, aber unser Abstand ändert sich periodisch. Ein komisches Konzept. Aber jetzt wissen wir, wie wir diese Wellen entdecken können. Alles, was wir tun müssen, ist Abstände zu messen. Also wirklich sehr genaue Messungen. Also großes Problem hier. Wenn eine Gravitationswelle unser Sonnensystem trifft, dann wird die Abstand zwischen Erde und Sonne nur um den Bruchteil eines Atomdurchmessers sich ändert. Also auf der Distanz Erde-Sonne müssen wir so genau messen können. Wir müssen den Abstand zwischen Erde und Sonne mit der Präzision eines Atoms messen. Ja, das sind technische Probleme. Wir haben sie gelöst. Also, okay, vielleicht fangen wir erst an damit, was wir eigentlich erwarten zu sehen, zu detektieren. Wenn wir messen könnten, die Entfernung zwischen Erde und Sonne mit der Genauigkeit eines Atoms und dann das Signal verstärken und die Frequenzen in Audiowellen konvertieren, dann könnten wir das Universum hören. Wir können hören, wie Sterne explodieren, wie schwarze Löcher sich vereinen. Und wir könnten Audio-Files machen von künstlich erzeugten Signalen, die wir hören könnten. Pulsare sind sich schnell drehende Neutronensterne und die rühren die Raumzeit mit einer konstanten Bewegung und das wäre eine Sinuswelle. Da. Das wäre ein Pulsar.
Supernova-Explosionen. Können wir es etwas lauter haben? Pulsar? Supernovas. Und Supernova. Und dann haben wir noch Doppelsterne in unserer Galaxie, die umeinander kreisen. Und das macht ganz viel Lärm. Doppelsterne, die kollidieren, die sich vereinen. Und weg sind sie. Und das kann wirklich passieren mit Objekten, die viel mehr Masse haben, mit zwei schwarzen Löchern, die umeinander kreisen, mit geringer Frequenz, sich immer weiter aneinander annähern und sich vereinen. Noch einer. Das ist es, was wir hören würden. Und dann haben wir noch kleinere Sterne, die in supermassenreiche schwarze Löcher fallen. Das ist ein wirklich faszinierendes Signal mit ganz vielen Detail drin. Noch ein. Man kann hören, wie sich umeinander drehen und wie es sich aneinander angleichen. Man kann so viel Physik erkennen aus diesen Signalen, die Massen und die Orbitalgeschwindigkeiten nur aus diesen komischen Geräuschen vom Universum, wenn wir die hören könnten. Also lasst uns das machen. Wir haben Gravitationswellendetektoren gebaut. Wir haben 10, 20 Jahre entfernt gebaut. Die beiden größten sind in den USA, in Louisiana und in Washington State. Und das ist LIGO. Das Laser Interferometry Gravitational Detector. Und im Wesentlichen ist LIGO zwei große Laser im rechten Winkel zueinander, 4 Kilometer lang. Und wenn eine Gravitationswelle kommt und den Detektor trifft, dann ändert sich die Länge eines Arms. Der eine Arm wird länger und der andere Arm wird kürzer. Und alles, was wir machen müssen, ist die Länge der beiden Arme messen. Und dann können wir Gravitationswellen messen. Und nur 4 Kilometer lang sind die Arme. Das heißt, wir müssen besser sein als ein Bruchteil eines Atomkerns. Deswegen haben wir 20 Jahre gebraucht, die Dinger zu bauen. Und dann, letztes Jahr im September, 14. September, glaube ich, nicht zu weit weg, aha, ja, letztes Jahr, am 14. September, hat eine Gravitationswelle den Detektor getroffen. Und was wir gemacht haben, wir haben die Länge von beiden Armen gemessen mit dem Laser. Durch einen Strahlteiler werden die von beiden Enden reflektiert dann. Und normalerweise haben wir kein Licht am Ausgang. Aber wenn sich die Länge von beiden Armen ändern, dann sehen wir ein kleines Flackern von dem Licht auf dem Ausgang, an dem Fotodetektor. Das heißt, wir müssen nur dieses Flackern suchen. Und wenn wir etwas Helleres haben und dann, das verschiebt sich nur um eine halbe Wellenlänge, nur um einen halben Nanometer. Und wir können auch ein wenig Helligkeit erkennen, nicht nur die volle Helligkeit. Wir können auf dem Bruchteil eines Atomdurchmessers in der Längenänderung erkennen von den beiden Armen. Atomkerndurchmesser sogar. Atomkerndurchmessers, richtig, genau. Ja. Und nach einem großen Upgrade haben wir dann ein ganz wunderbares Signal gehört. Und das ist jetzt keine Simulation. Das war das allererste Gravitationswellensignal, was jemals erkannt wurde von einem Gravitationswellendetektor. Und es waren Tausende, nicht nur ich, sondern Tausende Physiker, die lange Jahre da gearbeitet haben. Es ist eine fantastische Entdeckung. Und wir wissen, dass die Voraussagen von Einstein echt waren. Und hier ist die Zeit über die Amplitude aufgetragen. Wir haben es nur für 200 Millisekunden gehört. Und hier ist der Frequenzplot auch. Die Frequenz am Ende war 250 Hertz. Und das bedeutet, es sind zwei Objekte, die umeinander kreisen und diese Gravitationswellen erzeugen, haben sich 250 Mal pro Sekunde umkreist gegenseitig. Und das ist wirklich schnell. Und wir können auch die Tonhöhe etwas ändern. Moment. Back. Nochmal zurück. One more. Nochmal. We can change. Make it. Wir können die Tonhöhe ändern, dass wir es besser hören können, und man kann die Rohdaten alle runterladen von dem LIGO Science Center.
die haben auch Python-Scripts und man kann dann einfach die Rohdaten nehmen und kann selber damit spielen und kann noch das cooler klingen lassen. Manche haben Musik damit gemacht, das klingt jetzt nicht so toll, aber was wir machen können mit den Daten, was ihr tun könnt mit den Daten, ist rausfinden, was für Objekte genau diese Wellen erzeugt hat. Und irgendwie wird das hier abgeschirmt. So, weiter geht's. Was wir herausgefunden haben, war, dass diese Gravitationswellen ausgestrahlt wurden, irgendwo aus ungefähr dieser Richtung in der Drago-Konstellation, 1,3 Milliarden Lichtjahre entfernt von zwei schwarzen Löchern, 92 Sonnenmassen und das andere 36 Sonnenmassen. Und nochmal, wir haben nur die letzten Umkreisungen bemerkt. Zwei schwarze Löcher, viel massenreicher als unsere Sonne, umkreisen sich gegenseitig 250 Mal pro Sekunde und produzieren zusammen ein riesiges schwarzes Loch. LIGO ist abgestimmt, genau diese Hochfrequenzgravitationswellen zu entdecken. Auf der Erde bewegt sich alles mit niedrigen Frequenzen. Das heißt, ein Auto zum Beispiel, oder wenn ich gehe, das ist ein Hertz oder so. Ich bewege den Boden mit einem Hertz. Eine Wolke, die über den Detektor fliegt, mit einigen Millihertz. Und das alles Rauschen hier auf der Erde, Meereswellen und so, das sind alles niedrige Frequenzen. Das heißt, all das hier, was langsamer sich bewegt im Universum, das könnten wir hier auf dem Boden nicht erkennen. Und in der klassischen Astronomie, was wir auf dem Boden nicht messen können, das messen wir im Weltraum. Da gibt es keine Autos, keine Wellen, keine Wolken und ich laufe da nicht rum. Und das ist LISA. Und der eigentliche Vorschlag für diese Mission wird im Januar final sein. Wir schreiben das jetzt gerade. Und LISA besteht aus drei Raumsonden. Die werden vor 2024, also vielleicht 2022, 2023 gestartet werden. Und die machen ein großes Laserinterferometer im Weltraum. Wie in Star Wars. Man hat drei Raumsonden, drei Satelliten, die Millionen Kilometer voneinander entfernt sind, die Laser hin und zurück schicken, Laserstrahlen, und machen das Gleiche wie LIGO. Sie messen den Abstand zwischen den Raumschiffen und die Abstände ändern sich, ohne dass die Satelliten sich bewegen. Und damit können wir dann das Wellen von viel niedrigerer Frequenz messen. Und das ist mehrfacher Sonnendurchmesser. Und das können wir im Orbit um die Erde nicht mehr haben, sondern die sind in einem Orbit um die Sonne. Und wenn dein Name damit draufstehen soll, auf dem Missionskonzeptvorschlag, dann geh auf diese Webseite und schreib deinen Namen und dein Institut mit hin. Und dann steht dein Name vielleicht neben dem Namen von Stephen Hawking als Unterstützer von diesem Projekt. Und es ist eine historische Chance, dass dein Name in diesem ESA-Dokument steht. Und das wäre fantastisch. Vielen Dank. Und ja, warum machen wir das alles? Warum wollen wir Gravitationswellen entdecken? Und die Gravitation ist die dominierende Kraft im Universum. Schwerkraft ist cool, weil es überall ist. Nicht nur in Sternen und Neutrinos und nicht nur in den schweren Elementen. Die Schwerkraft wird nicht nur ausgesandt von freiem Helium und Wasserstoff. Das ist 5% von der Masse im Universum nur. Sondern Schwerkraft wird auch von dunkler Materie erzeugt. Und dunkle Materie ist vollständig unsichtbar für uns. Aber wir wissen, dass sie da ist, weil sie auch Gravitation erzeugt. Wenn man, das hier ist das Hubble Deep Space, ein Bild vom Hubble, und man sieht alle diese Galaxien. Aber man sieht auch Verzerrungen, diese Ringe, diese komischen Bögen, als ob jemand eine Linse vor das Bild gehalten hätte. Und das sind Gravitationslinsen. Und das sind ganz starke Gravitationsfelder, Kurven, Krümmungen in der Raumzeit. Das Licht muss in der Kurve fliegen um dieses Gravitationsfeld herum. Und dann kommen diese Geisterbilder von Galaxien, die hinter diesem Gravitationsfeld sind. Und die erscheinen dann als Bögen.
Und wenn man diese Daten analysiert aus den Bildern, dann kann man die Menge der Gravitation feststellen. Das ist einfach. Und dann kann man die Punkte zählen und kann abschätzen, wie viel Materie im Universum ist. Und dann haben wir festgestellt, das passt nicht zusammen. Es gibt viel mehr Schwerkraft als Materie, als sichtbare Materie. Und die einfache Lösung ist, es muss Materie geben, die wir nicht sehen können, unsichtbare Materie. Und das ist nicht der einzige Hinweis, den wir haben, dass es mehr Materie geben muss, als wir sehen können. Vera Rubin hat bemerkt durch Beobachtungen, dass spirale Galaxien nicht so rotieren, wie sie sollten. Man kann berechnen, wie schnell sich die Äußeren bewegen, wie man das auf der linken Seite sieht, aber in wirklich bewegen sie sich, wie man auf der rechten Seite sieht. Und man kann das nur reproduzieren, theoretisch, wie das auf der rechten Seite ist, indem die Galaxie einfach mehr Masse hat. Das heißt, Galaxien müssen viel schwerer sein als das, was wir sehen können. Das heißt, da muss unsichtbare Materie drin sein. Und wieder, es gibt mehr Schwerkraft, als durch die sichtbare Materie erklärt werden kann. Also was ist da Materie? Wir wissen es überhaupt nicht, noch nicht. Aber eine Idee ist, dass es gibt eine Theorie, die besagt, es könnte eine Interaktion sein, eine Wechselwirkung zwischen Photonen, normalen Lichtpartikeln, und virtuellen Photonen von elektrischen, magnetischen Feldern. Das heißt, starke elektrische, magnetische Felder mit virtuellen Photonen drin. Und man hat normale Photonen und die können vielleicht manchmal miteinander wechselwirken und dann entstehen axionartige Partikel, so nennen wir die, und die haben sehr ähnliche Eigenschaften wie dunkle Materie. Das heißt, die wechselwirken gar nicht mit irgendwas anderem. Und alles, was wir brauchen, um sie zu entdecken, sind Felder, in denen diese Axione mit Photonenwechseln wirken. Und es gibt Solaraxion-Teleskope und an einem arbeite ich gerade. Das ist ein dunkler Materiegenerator. Und das klingt wirklich cool. Ja. Es gibt viele Physiker, die daran arbeiten. Es wird bei DESY in Hamburg gebaut. Ich arbeite allerdings in Florida und es ist alles eine internationale Zusammenarbeit. Wir haben einen 100 Meter und bauen da ein System mit ganz starken Lasern und ganz starken Magnetfeldern und supraleitende Magnete. Und wir wollen genau diese Interaktion haben zwischen Licht und virtuellen Photonen im Magnetfeld. Unser Laser kann nicht rauskommen aus dem Generator, aber die dunkle Materie kann. Und kann dann in diese Rekombinationskammer mit demselben Magnetfeld, mit denselben Eigenschaften, mit denselben Resonanz Hohlräumen, aber wenn dunkle Materie da reinfliegt, dann passt das genau zu diesem Resonator und würde dann da drin sein. Und wenn wir diese Partikel nicht mehr sehen, wenn wir das Gerät ausschalten, dann wissen wir, dass wir dunkle Materie erzeugt haben. Dieses Projekt ist hoffentlich 2019 fertig. Es ist komplexer, als ich euch gerade gezeigt habe, und es ist eine internationale Zusammenarbeit. Und ich würde gerne meine letzte Minute noch dazu nutzen, für den letzten Teil von unserem Universum, und das ist da dunkle Energie. Dunkle Energie macht fast 70% von allem aus, was im Universum ist. Was ist dunkle Energie und woher wissen wir, dass es das gibt? Wir können es nicht sehen, wir können es nicht fühlen, aber erinnert euch zurück an das Universum. Hier ist es. 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Wir können die Geschwindigkeit der Beschleunigung des Universums messen und wir können sehen, dass die Expansion sich beschleunigt. Das heißt, das Universum expandiert schneller und schneller und schneller. Und wenn etwas sich beschleunigt, dann muss Energie da reingesteckt werden, die es auseinanderdrückt. Und man kann das relativ einfach berechnen, wie viel Energie man braucht, um diese Beschleunigung zu beschleunigen. Und das, wenn man, da kommt ungefähr 70% der gesamten Masse im Universum. Und wir haben überhaupt keine Vorstellung, das ist, wo es herkommt. Und ja, das ist ein ganz, ganz freies Feld. Und willkommen zur Forschung.
Was ist die Zukunft des Universums? Das ist nicht sehr rosig. Durch die Expansion des Universums wird am Ende werden die Galaxien so schnell auseinandergezogen werden, dass sie sich schneller als das Licht voneinander entfernen und Licht der Nachbargalaxien kann uns nicht mehr erreichen. Und unser Sonnensystem wird auseinandergerissen werden, weil der Raum zwischen Erde und Mars sich so schnell auseinander bewegt, dass das Licht vom Mars uns nicht mehr erreichen kann. Wir werden ganz isoliert sein. Die Bindungen in unserem Körper, in Molekülen werden auseinandergerissen werden, weil die irgendwann dann auch schneller als das Licht auseinandergetrieben werden. Und bevor wir alle verdampfen in einigen Milliarden Jahren, denkt dran, das Universum braucht euch, um sich selbst zu verstehen. Wenn euch das interessiert, irgendwas hier von den Projekten, was ich euch gezeigt habe, das sind die Webadressen von Lisa, vom LIGO und von darkcosmos.org. Viele Universitäten forschen daran und alle brauchen Ingenieure und Physiker und Informatiker und so weiter. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail oder ja, vielen Dank und noch eine schöne Nacht, einen schönen Abend. Vielen Dank, Simon Barke. Wie er bereits gesagt hat, gibt es eine Fragerunde vor dem Saal G. Es gibt eine, ich frage, erlaube eine Frage aus dem Internet, wenn es eine gibt. Ja, es gibt eine Frage. Es geht um die Erkennung von Gravitationswellen. Wenn Gravitationswellen die Raumzeit ändern, ändern sie nicht auch das Gerät, das sie erkennen möchte? Wie funktioniert das? Warum? Naja, also was im Wesentlichen passiert ist, die Zeit, die das Licht braucht, vom Strahlteiler bis zum Endspiegel, diese Zeit ändert sich. Ja, alles darin ändert sich. Das gesamte Gerät wird länger und kürzer und das ist genau das, was wir messen wollen. Wir wollen messen, dass das Licht hin und zurückgeworfen wird und dass dies nun in eine Richtung etwas schneller passiert. Wir komprimieren den gesamten Apparat und strecken ihn, wenn eine Gravitationswelle hindurchgeht. Das ist genau der Effekt, den wir messen. Okay. Das war's. Gebt mir einen weiteren Applaus für unseren Redner und gebt uns ein schönes, warmes Feedback für unsere Übersetzung hier mit Hashtag C3T auf Twitter, Twitter-Account C3Lingo.